Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Super Mario World. In diesem grafischen Highlight hier von 1990, 1991. Wie sehen können, sind wir hier auf Donut Plains 1 und dann geben wir uns doch mal hier direkt in das erste Level. Wie sehen können, wir sind immer noch groß und ja, mal gucken, was uns hier so für Bösewicht. Oh, 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 oh. Kann ich den in den Anzug klauen? Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht kriege ich den ja gleich noch. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen geschickter an die ganze Sache rangehen. Weil so einfach wird das dann... Oh, da kriegen wir die Feder. Und mit dieser Feder könnten wir eigentlich... Nein, 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 nein. Das war blöde, Mann. Das war richtig blöde hier von mir. Ach ja, genau. Da gab es ja auch noch hier dieses Ding, was hier diese... Dinger auskotzt. Oh Mann, jawolli. Kann ich da hoch? Ne, kann ich nicht. Nein, da bin ich gestorben. Nein, 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 nein. Oh Mann. Nur noch 12 Leben. Und groß bin ich auch nicht. Ich bin immer noch ein kleiner Scheißer. Ach Menno. Jetzt will ich hier auf jeden Fall erstmal wieder groß werden. So, da kriegen wir unseren Pilz werden. Oh, jetzt. Genau, das hat er ja in der letzten Düngsel nicht gemacht. Da hat er nicht geworfen. So. Oh, da kriegen wir die Feder. Jawohl. Wie war das denn nochmal? Achso, damit kann man hier so bam, bam, Sachen auch zerschmettern. Yay. Och nein, aber auch nur... zu einem gewissen Grad, glaube ich. Wenn ich in einem gewissen Winkel da stehe. Aber ich will das Yoshi. Die Yoshi-Münze haben. Da kriege ich noch ein, zwei Münzen hier. An den Start. Und er wirft einfach eiskalt durch. Da durch. Und dann haue ich ihm eins auf den Deckel und verschwinde aus seinem Sichtfeld. Boah. Meine Güte, das ist hier echt ein Abenteuer, du. Dat, oh, endlich eine Röhre wieder. Jawohl, und da kriege ich die Feder. Und dann kann ich... Ach so. Ach so, geil. Ich sinke dann nur so langsam. Kann ich nicht wieder hoch? Yay. Yippie. Yippie. Aber da hat sich ja gar nicht gelohnt. Da lohnt sich ja jetzt gerade gar nicht. Ich muss hier schleunigst weg. Das gibt's doch nicht. Ey, hallo. Kann ich nur 3 Münzen einsammeln? Das ist ja... Das ist echt abartig. Mann. Oh, jetzt kommen hier 4. Oh, jetzt kommen hier 5. Hallo, den will ich auch behalten. Hallo. Jawohl. Aber wir müssen uns natürlich auch so ein bisschen beeilen, weil das Ganze geht natürlich auch hier auf Zeit. Das zählt natürlich von meiner Gesamtzeit runter. Von den 200 Sekunden, die ich hier, oder 300 Sekunden, die ich pro Level habe. Und, aber da rasen wir jetzt einfach mal. Jawohl. Und yippie. Nicht? Nee. Scheinbar nicht, aber ich kann Anlauf nehmen und yippie. Noch ein paar Münzen hier sammeln, yippie, jawoll. Oh, ich liebe dieses Spiel, ne? Da kommen echt so Kindheitserinnerungen und da kann ich einfach hier so yippie. Diese yippie wird, oh hallo, komme ich da auch wieder rein? Ich wollte schon sagen. So, boah. Oh, wer kommt denn da? Da kommt Yoshi. Aber Yoshi darf mir nicht weglaufen. Oh, da ist mein Pilzflötengang. Und dann machen wir Bam Bam. Bam Bam. Ist da in der Mitte noch irgendwas? Nein, ist nicht. Natürlich nicht. Oh, oh, oh. Hallo. Da will ich hier die Yoshi-Münze bekommen. Ach, Mann. Kann ich hier mit Yoshi rein? Nein. Hey, wieso kann ich denn nicht...
da hoch. Und dann machen wir so. Und Yoshi sollte mir jetzt auch nicht weglaufen. Ja, geil, ey. Och, ey, das gibt's doch nicht. Mann, du. Aber, ey, komm, spring auf Yoshi. Na, Mann. Gibt's doch nicht. Aber wir haben diesen Curse gecleared. Wir haben den Kurs geklärt. Jawohl. Ach, Mann, da kommen echt wieder Erinnerungen hoch. Kann ich da eigentlich schon in das Gespensterhaus, in das Spukschloss? Nee. Da muss ich über diese Röhre da hinten. Und jetzt gehen wir in Donut Plains 2. Los geht's hier. Das sieht ja auch... Oh, was sind das denn für Böse? Da würde ich einfach mal so drauf treten. Und dann können wir hier... Oh, die Zeit läuft weg. Wir müssen springen, springen, springen. Och, Mann. Das ist jetzt nicht so clever, den da umzunieten. Weil der würde ja nur hin und her geschossen. Boah, ey, erschreck mich doch nicht. Hallo. Dann kriege ich einen Pilzi. Und da kann man nur einmal eine Münze sammeln. Ey. Gab's doch bestimmt. Oh, je, je, je. Krabbel doch weg. Kann ich da eigentlich rein? Nee, kann ich nicht. Da auch nicht. Da kommt wieder so ein Vöglein runter. Vöglein, Vöglein an der Wand. Wer ist der Gezwitscherte im ganzen Land? Du, Mario, du. Wer denn auch sonst? Och nee, jetzt werde ich wieder klein. Egal, Hauptsache hier so eine 2000 Punktemünze. Oh, da kommt schon wieder so ein Stahlhelm-Willi. Man sollte nicht zu weit nach vorne gehen, weil man weiß auch nie, wer da gerade kommt, ne? So, hauen wir den Stahlhelm-Willi mal weg. Da kommt was angeflogen. Da kriege ich mein Gedünse. Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht dauernd hier klein und groß werden. Menno. Ich glaube, genauso habe ich früher auch hier vorgesessen. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu kritisch, wenn ich da nach ganz vorne gehe, so als ganz kleiner. Und ich sehe auch nicht, was da kommt hier. Oh, außerdem, guck mal, der geht bis ganz nach oben. Der hätte mich zerfleischt. Ah, man kann das in der Geschwindigkeit ein bisschen beeinflussen. Okay. Und dann können wir hier zum Sprung ansetzen. Aber ich komme nicht an diese Münze ran. Und hier kann ich auch nicht rein. Nein. Auf die sollte ich nicht drauf springen. Das wäre, glaube ich, nicht der große große Vorteil. Aber wir holen uns jetzt hier noch 21 Bonuspunkte. Sind immer noch bei 14 Leben, aber ich bin immer noch klein. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen stört. Aber was soll's? Menschenskinder, hier, zeigt dir das Peace-Zeichen. It's me, Mario! Dann haben wir auch... Oh, da haben wir ein Schloss, ein Gespensterschloss freigeschaltet. Oh, oh. Jetzt kommen die Geister. Im Ghost House. Ich weiß gar nicht, die sehen aber sehr lustig aus, an die kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst vor. Ich glaube, ich hatte so als Kind ein bisschen Angst vor denen. Dann sind wir hier im ersten durchgekommen. Nein, da sind wir gestorben. Nein. Och, Menno. Sag mir nicht, das muss ich nochmal machen. Menno, 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 Menno. So, also Geister nicht berühren, merken. Ja, oh, die kommen aber auch ganz gerne zu einem. Na, dann springt man hier mal eben. Die sehen genau, wo du bist und dann kommen die und dann sage ich dir, buh, hui, buh, das Schlossgespenst. Ja. Oh, das war knapp gerade. So, jetzt sind wir hier im nächsten. Und
Die bewegen sich gar nicht. Achso, jetzt sind wir hier unten. Mama, boom. Ah, und dann hat sich hier die Tür geöffnet. Sehr cleveres Rätsel, was wir hier lösen müssen. Aber klatsch. Na, können wir so hoch? Jawoll. Ja, und nun starten wir ja da, wo wir eben schon waren. Nein. Die Geister sind, glaube ich, so ein bisschen hängen geblieben. Oh, geil. Jetzt gibt es hier eine Leiter nach oben in ein anderes Stockwerk. So wie sich das gehört hier für ein Geisterhaus, für ein Lost Place. Oh, geil. Jetzt hier Anlauf und dann... Avanti. Jawohl. Nächste Kurs geklärt. Jo, nächstes Level geschafft. Freut sich der Mario hier. Bonus Game, oh oh. Ey, ich krieg ja nur Pilze hier. Wieso krieg ich nur Pilze? Ich will hier auch noch was Spezielles, wie so ein Stern. Ja, klack, 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 klack. Klack. Stern, 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 Stern. Eieie. Oh, Pilze, 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 Pilze. Pilze, 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 Pilze. Kriege ich 2 Leben hier geschenkt. Aber ich werde nicht größer. Und wieso kriege ich die Pflanze nicht? War das jetzt so russisch Roulette? Oh, was tut sich denn da jetzt auf eine Brücke? Eine Brücke. Continue and save natürlich hier auf Donut Plains 3. Jawoll. Oh, oh. Oh. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das habe ich damals bei meiner Tante unten gezockt. Und ich kam und kam einfach nicht weiter, weil das einfach viel zu schwierig für mich war. Pass auf, ich sehe das schon kommen. Das wird genauso enden. Und ich werde wieder weinen wie ein kleines Kind. Oh, was ist denn mit denen hier? Mit denen war auch irgendwas verkehrt und da bin ich gestorben und habe nur noch 14 Leben von meinen 15. Nein! Fangen wir nochmal vor. Wieso macht der da eigentlich immer so einen Hitlergruß? So. Also. Ich sehe das schon kommen. Ich weine gleich wie ein kleines Kind hier. Boah. Aber was ist mit denen los? Ach so, die können dann noch weiterleben. Oh, er hat mich immer getötet. Mann. Gibt's das? So, ich will jetzt hier auch keinen Speedrun rausmachen. Aber ich muss mich ja jetzt hier ein bisschen sputen. Ja. Da komme ich nicht runter. Oh, ich ahne Fürchterliches. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, so, da ist jetzt so ein Roter. Der wird natürlich auch die Verfolgung auf uns hier dann aufnehmen. Was ist, wenn ich da auf On klicke? Oh, dann komme ich hier eine Runde weiter. Und dann müssen wir, glaube ich, wieder off. Oh, bevor wieder... Oh, Alter. Nein, kurz vorm Speicherpunkt. Mann. Kinnas. Seid mir nicht böse, dass die Folge hier scheinbar länger dauert als geplant. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Speedrun. Pass auf jetzt hier. Klatsch, klatsch, klatsch. Ein Sprung nach dem anderen, der sitzt hier. Oh, ja, so gut hat's gesessen. Mann, du. Das ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Wir haben, glaube ich, auch nur noch 10 Leben. Hier 11 sogar nur noch. Oh, da hätte ich fast hier schon den ersten entscheidenden Fehler gemacht. Aber ich konnte mich noch retten. Mit der Kraft des Super Marios. Zack, 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 hier. Komm, fliegt weiter hier. Oder geht. Ihr geht ja in der Luft. Ihr macht so diesen Moonwalk. Ein bisschen anders.
und springe dann hier und da und dann da und dann da und dann bleibe ich hängen. Ja, ich sehe das schon kommen und dann können wir darauf. Dann können wir auf den nächsten und dann springen wir darauf. Dann kommt uns hier so ein Roter entgegen und der marschiert aber einfach weiter. Und dann müssen wir da drauf und das ist nämlich hier ganz gefährlich, du. Und dann machen wir hier so den hier. Und in genau jetzt, dem Moment, springen wir hoch. Und wir bleiben jetzt hier einfach mal schön gechillt hängen, so. Weil, da ist der Speicherpunkt. Sehr gut. Oh, das Ding ist sogar schneller als das Gedüngsel. Oh, geil, eine Feder. Was? Das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, wie eine defekte Melkmaschine. Kann ich hier rein? Jawoll! Dann sammeln wir hier Punkte, Punkte, Punkte. Jawoll, ein ab. Nein! Ja, versteckt sich auch nicht hinter jedem was. Boah, das war schon wieder knapp. Da nur ein Leben bekommen hier in diesem Bonus-Game. Mann, aber ich bin jetzt woanders. Oh, da hätte ich ja fast einen Fehler. Und ich glaube, die wissen ganz genau, was die hier machen, du. Nein, da habe ich die Chance schon gehabt, hier so weit vorzu, so viele Punkte zu machen. Und dann passiert mir sowas. Egal, wir sind groß, haben Pilz auf Reserve, haben den Umhang, können ein bisschen fliegen und gelangen jetzt zum zweiten Schloss. Noch nicht? Noch nicht? Wir sind jetzt hier noch auf dem Vorlevel. Ja, ja. Oh! Die sind ja ganz... Oh, die sind ganz gefährlich. Das sind ganz gefährliche Ratten, du. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da könnte ich ja schon wieder kotzen. So. Komme ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Oh, oh, oh. Was sind das denn für komische... Laber nicht. Nein, nein. Mann. Glaub mir, das wird hier nichts. Das ist voll für den Arsch, du. Nein. Ausgetrickst. 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 Komm ich hier rein? Nein, auch nicht. Hier ist doch gerade irgendwas. Oh, was ist denn mit ihm verkehrt, du? Oh. Wenn du hier nicht schnell genug abbremst, dann hast du aber... Oh, guck mal, da könnte man... Schön. Na, komm raus. Spring ich unter dir her. Oh, da haben wir schon wieder so einen Hammerwerfer. Lass mich da. Ah, nein! Der Hammer bringt einen direkt um. Mann. Also doch Speedrun-Modus. Ja, so einen halben Speedrun. Yippie. Oh, ey, das... Ach, meine eigene Dummheit, ne? Ich weiß genau, dass da einer steht. Ui. Ja, ich bin auch... Da kann ich nur über mich selber lachen. Ach, Mann, herrlich. Aber, weißt du, wenn es hier nicht so viel Spaß machen würde, ne, dann wäre das was anderes. Aber das hier ist schon echt eine coole Nummer, dass ich das spiele jetzt gerade. Vor allen Dingen eben wegen der Kindheit und so ein Spaß. So, jetzt kann diese Scheiße da auch endlich mal wieder runterfahren, ne? Wollen die mich jetzt hier echt verarschen? Ey, das ist doch alles hier auf... Level mega schwer. So, schnell genug geschaltet. Schön weggesprungen. Dort ist diese Armee. Warum auch immer da so eine Armee ist.
Hier kommt jetzt nochmal so ein Hammerwerfer und den brauchen wir wohl. So. Dann gehen wir auf sein Flügelgedüngsel hier. Dann machen wir den und dann kommen wir erst an den Speicher. Aber wir sind wenigstens schon mal groß. Das ist ja wenigstens schon mal etwa. Oh, und da kommt Yoshi Mitsu. Yippie, yippie, yay. Der darf uns nicht. Und da kommt ein Zufall und dann kommt. Kriegen wir einen. Wir müssen wieder auf sein Geschissen kommen. Na, ach, er springt lieber in den Selbstmord. Er macht den lieber Harakiri, statt zum Yoshimitsu zu kommen. Schön weggebombt. Oi, 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 lauf nicht weg, lauf nicht weg, lauf nicht weg, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Das Geilste ist, die kommen hier vom Himmel, als würde der Himmel die auskacken. So, hat Yoshi wieder was zu fressen gehabt. Ja, da kommen immer mehr, wohl. Ich brauche das Teil da. Das kann ich... Oh nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ui. Da sind wir durch das finale Tor gegangen, damit wir jetzt endlich in die... ins Schloss kommen, genau. Jetzt dürften wir ja endlich ins Schloss rein. Didim, didim, didim. Ja, ich mache, wie ihr seht, ein bisschen Spaß, weil ich... Oh nein, Yoshi muss draußen bleiben. Was? Was ist denn mit denen verkehrt? Da kommt mein Notpilz. Oh, das habe ich aber gerade noch so geschafft. Frag mich nicht warum. Ach, das ist doch... Ja, oh, daran kann ich mich auch noch erinnern, als ich kleines Kind war. Da hatte ich tierisch Angst vor, getroffen zu werden. Warte mal, hier kam doch auch... Ja, dieses Lava-Gedüngse. Jo, ist klar. Da läuft einfach ein Skelett rum. Oh. Wie ging das denn hier? Ach so. Wir müssen jetzt nach oben in die schöne Welt hinein. Und man sollte da auf jeden Fall ziemlich flink sein, weil sonst hat man ein Problemchen. Lal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 
wollen dich zerdeppern. Aber wir sind ja hier auf Mission Gangstershit. So, jetzt stehen wir da oben, warten, bis das Teil hier rumkommt und springen drauf, drauf, dahin. Hä? Ach so, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf. Und dann müssen wir jetzt hier auch noch warten, bis das Scheißding dann da ist. Ach, Menno. Komm her. Aber komm mir nicht zu nahe. Hallo? Oink, 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 oink. Und da kommt der Mega Jump. So. Oh, das hat ja jetzt ganz gut geklappt, ne? So, die überkreuzen sich da. Und ich kann hier mit ein bisschen Glück einen Pilz abstauben. Na, leider nicht. Das ist auch schon wieder das, was mich hier ärgert. So, ich muss jetzt da hoch und das verschiebt sich da auch ganz lustig. Boah, da hast du auch gar keinen Platz, irgendwie reinzukommen. Nee, nee. Ach du Scheiße. Hör mal, das wird ja hier immer schwieriger. Wir sind hier schon bei einer halben Stunde Aufnahmezeit ungefähr. 26, 27 Minuten, irgendwie sowas. Wie lange soll ich denn hier dran sitzen? Ganz ehrlich, also das geht ja hier mal ja nicht. Ist klar. So, jetzt will ich hier aber meinen Pilz haben und einfach mal durchrushen. Also nicht durch Russland, sondern durchrushen. Zack, peng, bumm, Banane krumm, der Stein fällt runter, ich bin dumm. Das wissen wir. Hier können wir auch einfach so durch. Ich meine, das ist ja jetzt auch... Boah, ich wollte schon sagen, ey, wenn der mich jetzt hier wieder bekommt, ne? Dann wäre jetzt hier aber zappenduster. Dann hätte ich jetzt hier aber nicht nur Rage Level 900, sondern dann hätte ich hier... So wie bei meinen Photoshop-Bildern. Photoshop Level 9000, nein. Aber das hat mich ja jetzt nichts an Lebensenergie oder Leben oder so. Wir haben auch noch 4. Ey, wir hatten vorhin über 10. Wir hatten 4, 13, 14, 15 Stück. Und jetzt haben wir nur noch so. Könnt ihr mal sehen, was ich für ein schlechter Gamer bin. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, mich in klein? Ja? Ei. Wo ich das damals gespielt habe und verloren habe. Da habe ich bestimmt fürchterlich, fürchterlich geweint. Bei diesem grafischen Highlight, was wir hier spielen. So. Jetzt warte ich, bis der hier ist. Und dann springe ich ihn ins Gesicht. Mehr oder minder. Eher minder als mehr. Ey, komm, die wollen mich doch jetzt verarschen. So würde sich das wahrscheinlich aushalten lassen. Als ob. Als ob. Also, wir haben jetzt nur noch 3 Leben. Wenn ich mich nicht entsinne. Und ich möchte jetzt hier auch irgendwann mal fertig werden, ne? So. Das ist hier natürlich auch so ein kleiner Balanceakt, ne? Und da möchte ich jetzt den Pilz haben und dann möchte ich einfach mal jetzt hier durchkommen. So, das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr länger wie 2-3 Minuten dauern. Okay, bei meinen Künsten wahrscheinlich sogar deutlich länger, aber ich möchte mir die Zeit jetzt eigentlich nicht mehr nehmen. Weil so langsam habe ich, glaube ich, genug Zeit hier in diesem Gespensterschloss verbracht und ich kriege wegen der hochauflösenden Grafik auch schon Gänsehaut und Angst. Und gleich wird es auch schon wieder dunkel. Und dann ist das Problem, dass ich dann diese Nacht nicht schlafen kann. Ja. Leute, die sich meine Let's Plays angucken, müssen eigentlich auch einen total an der Klatsche haben, ne?
War sowas von... Also ich würde mir sowas jetzt persönlich nicht reinziehen. Ich glaube, so viel Bullshit manchmal. Mal mehr, mal weniger. Eigentlich immer mehr. So, jetzt muss da dieser Block rausgekackt gekommen werden sein, tun. Und wir... Ach ja, ist klar. Als ob. Ey, du willst mich doch jetzt hier komplett verarschen. Ich meine, so als kleiner Hemmschwing ist das okay. Ey, das ist nicht wahr, ne? Boah, endlich. Ich wäre gleich völlig ausgeflippt. So. Jetzt machen wir jetzt hier ruhig. Mehr oder minder. Genau, 3 Leben. Ich kann jetzt mich hier jetzt nicht mal mit Kleinigkeiten aufhalten, um Punkte zu sammeln. Ganz ehrlich. Wie soll ich denn darüber kommen? Das geht ja gar nicht. Da fragst du dich, welcher Yoshimitsu hat dieses Spiel erfunden? Ja toll, jetzt steht man hier und kann nicht mal eben einfach sagen, ich spring mal so rüber. Ah, guck mal, man kann hier einfach stehen bleiben, bis er gleich wieder rauskommt. Da oben ist die Tür. Und dann werden wir sehen, was da für ein Monster auf uns wartet. Und wie wir es besiegen können. Ich schätze zwar gar nicht, aber... WTF. Ja, ist klar. Können wir das auch? Nee. Wir können das nicht. Der klettert jetzt nicht wirklich da wieder hoch, ne? Der wird ja immer schneller. 3-mal getroffen. Okay, das war wahrscheinlich der erste. Jetzt kommt wahrscheinlich der zweite, oder? Nee, wir haben den Kurs geklärt. Wir kriegen Punkte, wir kriegen Leben. Vielleicht. Ich glaube eher nicht. Aber damit haben wir dann den nächsten Bug zerstört. Thank you. Ja, ist klar, Alter. Ja, so mache ich das auch immer. Morton Cooper Jr. of Castle Forte 2 is now just a memory. The next area is the underground Vanilla Dome. What traps await Mario in this new world? What will become of Princess Toadstool? Ja, schauen wir mal. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich, dass du zugeschaut hast. Und ja... Freue mich natürlich auch, wenn du dann in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn wir hier Super Mario World zocken bei letsplays.org. Ich bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast. Hoffe, du lässt ein Abonnement da und hoffe natürlich auch, dass du einen Daumen hoch und einen Kommentar da lässt. Abonnieren uns, das ist sehr wichtig. Und dann bis zur nächsten Folge hier aus dem Vanilla Dome mit Super Mario World. Bis dahin!